Was ist eigentlich Datenschutz? Datenschutz beschreibt den Schutz personenbezogener Daten jedes Einzelnen. Er leitet sich in Deutschland aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ab, das als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde als Grundrecht gilt. Ziel von Datenschutz ist es demnach, die Befugnis einer betroffenen natürlichen Person über die Preisgabe und Verwendung ihrer eigenen persönlichen Daten zu bestimmen. Gesetze, die den Datenschutz regulieren, sind die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, sowie das Bundesdatenschutzgesetz, kurz BDSG, neben vielen anderen bereichsspezifischen Regelungen. Zusätzlich zum Datenschutz spricht man auch noch von der Datensicherheit, ohne die der Datenschutz nicht denkbar wäre. Bei Datensicherheit geht es simpel formuliert um den Schutz von Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen, kurz TOMS. Weiterhin unterliegt die Datensicherheit den drei Prinzipien der Vertraulichkeit, Integrität und der Verfügbarkeit von Daten. Vertraulichkeit bedeutet, dass der Zugriff auf die Daten nur von befugten Personen vorgenommen werden kann, wohingegen die Integrität sich der Sicherstellung der Korrektheit und Unversehrtheit von ungewünschten Änderungen von Daten bezweckt. Verfügbarkeit meint schließlich die Gewährleistung des Zugriffs auf Daten innerhalb eines vereinbarten Zeitraumes sowie die Verhinderung von Systemausfällen.